Ich hab Molotovs. Molotovs finde ich gut. Ein. Vorsicht! Wow, ich bin beeindruckt. Sagst du jetzt, haust du raus. Nehmen wir die Munition mit, weil wir kommen hier bestimmt nicht nochmal rein. So, bin wir da. Jetzt hat sich der Bauch vollgeschlagen. Ey, dieses Mitternachtsessen, ne? Ist der eigentlich noch sportlich aktiv? Ja, ist mir aufgefallen. Ivo. Ich kämpfe schon gerade. Ich esse schon immer weniger, ne? Weil ich gegen die Hundekämpfe. Ach, guck mal, die hatten auch eine Tommy Gun. Ne, eine RPD. Kannst ja mal deinen WhatsApp-Status checken. Da wirst du es wissen. Ich guck nie in die WhatsApp-Stati rein, ne? Sorry. Ich habe da auch noch nie was hochgeladen. Was zu holen? Da kommen wir eh nicht rein, glaube ich. Ah, bist du noch? Okay. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Noch mehr, viel mehr. Wir müssen sie erledigen, sonst kommen wir nicht zum Bike. Hast du noch mehr von den Rauchgranaten? Ja. Von hier sieht man den ganzen Parkplatz. Pass auf, wo ich hingehe und wirf dann die Granaten vor mich. Alles klar? Klar. Okay, dann mal los. Oh. Los, außenrum, los! Kein Problem mit der Tommy Gun. Stärkste Waffe überhaupt gerade. Sie sind tot. Mal ohne Scheiße, ich hätte nicht gedacht, dass sie so stark ist, ne? Das lässt du mal, lieber Kollege. Kann ich neue Sniper ausprobieren? Die geht durch die Rüstung wie Butter. Wenn ich noch treffen würde. Guckt er sich weg im richtigen Moment. Was hat die denn für eine Penetration? Das ist ja unglaublich. Du musst ja nicht mal Kopfschüsse mitmachen. Also, wenn man Kopfschüsse macht, dann easy. Meere. Hallöchen, Jule. Na, alles fit? Hallöchen, Puppe. Wie ist das Internet heute? Sonntagabend, alle hängen vor der Glotze, vor Netflix. Doch unbedingt. Und jetzt brauche ich nicht mal. Flaschen. Noch einiges auszuräuchern und dafür brauche ich Molotovs. Kerosin, Molotovs und Lappen. Und ich glaube noch ein viertes dazugehört, aber das scheine ich erstmal en masse zu haben.
glaube, das war der letzte. Die Waffe ist der Wahnsinn. Okay, ich habe vorher mit einer Militärknarre gespielt, ne? Die war nicht ansatzweise so krass. Nicht ansatzweise. Hast du eigentlich heute gestreamt, lieber Steve-O? A.K.A. Gunbreaks. Wieder das Wikinger-Game. Ich bin heute relativ spät zu Hause gewesen, deswegen konnte ich es nicht sehen. Das Spiel ist so geil. Hast du es auch gespielt, Jule? Verwandeln sich die Toten nicht? Nee. Das ist hier so ein anderer Virus. Ja, die Leute vorher. Also, du kannst auch gebissen werden und so. Das macht nichts. Das sind alles Infizierte, die durch einen Virusstamm infiziert wurden. Und ist nicht so wie bei Walking Dead, wo du durch Bisse irgendwie auch infiziert wirst. Haben wir hier noch irgendwie. Voll. Mann, den habe ich auch erwischt. Aber es fit. Ich bringe noch den Kleinen ins Bett und dann hast du meine ungeteilte Aufmerksamkeit. So muss das. Dann bringen wir ins Bett. So, einen noch, ne? Wir haben natürlich das Tor aufgemacht. Das heißt, wir kommen hier doch nochmal rein. Müssen wir ja eh, weil wir müssen die Sache ja noch hier säubern. Gut, dass ich nicht alle Munition hier aufgesammelt habe. Ich weiß halt auch nicht, ob die Munitionsspawns hier Event-Spawns sind. Bist du okay? Ob ich okay bin? Was ist los mit dir? Oh, ich weiß nicht. Ich dachte gerade an unser erstes Treffen. Du hast mit meiner Knarre diesen Typen verjagt und gezittert wie Espenlaub. Ja, seitdem hat sich viel verändert. Ja. Na los, verschwinden wir von hier. Ah, Transcoding-Option ist heute auch mal da. Das ist ja nice. Sehr, sehr schön. Was ist mit dir passiert, Sarah? Hoffen wir, dass es so bleibt. Was soll das denn heißen? Hey, hör zu, ich verstehe schon. Alles ist anders. Alle von früher sind tot. Aber das erklärt nicht... Erklärt was nicht, Deacon? Warum mich jeder von den Jungs hier die Hexe von Wizard Island nennt? Hör zu, auf den Scheiß gebe ich nicht viel, okay? Mir ist nicht mehr passiert als jedem anderen auf diesem Scheißplaneten auch. Ja, okay. Wie du meinst. Hier lang. Ich komme. Also für die, die es nicht wissen, das ist unsere Ex-Frau, ne? Also nicht Ex-Frau, sondern die Frau, wo wir dachten, sie ist tot und deswegen Ex-Frau. Den finde ich die Beziehung. Sie haben die zwar geküsst, als sie sich wieder nicht Sex-Frau, Ex-Frau. Sie haben sie zwar geküsst, als sie sich wieder getroffen haben, aber die Beziehung ist nicht so innig, wie sie in den Flashbacks von damals war. Deswegen wundert mich das und vielleicht noch ein paar andere auch, die eventuell das Spiel kennen, obwohl die das Spiel kennen, haben bestimmt schon Let's Plays gesehen, wo durchgezockt wurde. Aber es ist ein bisschen komisch. Ich frage mich immer noch, warum das so ist. Sie ist nicht vergeben, so wie ich das mitbekommen habe in den letzten Session. Also warte ich noch auf eine spannende Erklärung. Darf ich Danke sagen? Nein. Okay. Weißt du, ich wollte einfach nur sagen, wie sehr ich das brauchte. Wahrscheinlich hat sie sich ihre Büchse ordentlich durchhämmern lassen, deshalb ist ihre Sicherung durchgebrannt. Ich glaube, es gibt andere Gründe dafür. Wir haben eine neue Mission freigeschaltet. Wenn ich hier beim Lonel. Weil hier müssen wir noch. Hier waren wir gerade drinnen. Ja. Und ihr seht, da sind noch einige Nester. Also hier oben, das ist die Hauptmap, aber die sieht man jetzt natürlich nicht komplett, weil ich nicht so weit hochscrollen kann.
ist ungefähr nochmal das Doppelte nach oben. Und ich dachte, das wäre das Hauptmissionsgebiet für das ganze Spiel, das hier oben. Jetzt sind wir in diesem Gebiet, was sich hier auf diesen Krater beschränkt hat, bis hier bis zu der Hügelkette. Danach haben wir das hier rechts noch aufgedeckt. Hier geht noch eine Straße weiter nach rechts, aber ich glaube nicht, dass da noch was kommt, weil da sind keine Umrisse. Man kann immer so ein bisschen, wo was ist oder wo noch was kommt, erkennen hier. Und da sieht man, dass so schraffiert Elemente sind, wie Felsen und sowas. Und das haben wir jetzt auch schon aufgedeckt. Also das Spiel, weil vor am Anfang des Streams gefragt wurde, wie lange ich noch das Spiel wahrscheinlich spielen werde. Ich habe keine Ahnung. Es entwickelt sich immer noch weiter. Und ein Kumpel von mir meinte, dass ich vielleicht gefühlt bei der Hälfte bin. Also es könnte noch ein bisschen was passieren. Ja. Nichts. Oder sie riecht im Schritt und das ist ja unangenehm. Irgendwas ist da faul. Generell was faul oder im Schritt was faul? Oh Mann. Wir machen erstmal kurz. Da ist die da oben wieder. Ah. Da gehen wir mal kurz hin. Und hören uns mal wieder eine Ansprache an. Corporal St. John. Schön, dich zu sehen, Mann. Hey, Sergeant. Bisschen berieseln lassen. Und Schwestern, wir haben uns versammelt, um zu feiern. Das Ende ist nah. Captain Khoury arbeitet pausenlos am Aufbau und Training unserer Armee. Lieutenant Whittaker arbeitet unermüdlich an einer biologischen Waffe, die hunderte Freaks auf einmal erledigen kann. Lieutenant Weaver arbeitet an chemischen Kampfstoffen, mit denen wir ganze Horden niederbrennen können. Bald wird die Brandrodung der Vergangenheit angehören. Aus unserem defensiven Krieg wird jetzt ein Angriffskrieg werden. Wir werden die Freaks angreifen, uns unsere Welt zurückholen. Und seht, sprach er, der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Sie werden alles Böse aus seinem Königreich sammeln und die, die da Unrecht tun, in den Feuerofen werfen. Es wird heulen und klagen und Zähneklappern geben. Wir, die Deschutes County Miliz, sind diese Racheengel. Wir sind auf dem Weg. Wegtreten. Ja, diese Ansprachen sind immer so ein bisschen zum Fremdschämen. Vor allen Dingen, weil er übelst fanatischer Bibelkundler ist. Und es ein bisschen aufbauscht. Ranklotzen, in 2 Wochen bist du durch mit dem Game. Ja, ich habe für die, die es auf YouTube später sehen, das Gameplay, ich habe dieses Wochenende Last of Us 2 vorbestellt. Das kommt ja am 19. Juni. Und das wird auch nochmal präsent werden. Übrigens habt ihr im Stream eine Voting-Möglichkeit. Wenn ihr mit der Maus über den Bildschirm fahrt, habt ihr die Möglichkeit zu voten, was ich als nächstes spiele oder spielen soll im Stream. Und es gibt Spiele, die ich auch so spielen werde. Dazu zählt zum Beispiel The Last of Us 2 und auf jeden Fall... warum bin ich nicht runtergefahren? Ich muss doch hier hin. Und auf jeden Fall Cyberpunk zum Beispiel, aber es sind so Games, die ich jetzt auch noch zocken will. Taylor, was ist denn los? Mann, ist das denn zu glauben? Der Arsch Captain Khoury lässt mich Wache schieben. Fuchte, als ob damit nicht so rum. Ja, ich weiß, das ist ein Scheißjob, aber du kriegst das bestimmt hin. Okay? Ja, ja. Ey, was läuft denn so bei dir, Mann? Hast du dir Wolf gefahren oder so? Soll der Doc dich ordentlich einschmieren? Ist dein Ohr. Was? Ich höre dich nicht. Ich verarsch dich doch nur, Mann. Ich habe überhaupt keine Schmerzen, Alter. Ich habe Oxy vom Doc gekriegt. Die sind der Hammer. Mir geht's gut. Alles bestens. Oh, hey. Der Lieutenant war vorhin hier. Und sie wollte irgendetwas vom Doc haben. Ja? Dachte, das interessiert dich. Hm, na klar. Wir sehen uns, Taylor. Ja, Mann. Drogensucht. Ist das bien? Das wird schon. Aber keine Schlägereien. Ich versuch's, Doc. Weißt du, me parece...
Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich da draußen war. Ich werde weich. Estoy ablandando. Soll das sein? Oh, im Ernst jetzt? Du willst mit mir da rausfahren? Vor diesem ganzen Mist bin ich selbst oft gefahren. Okay, dann los geht's. Corporal? Doc? Reisepläne? Colonel, ich war lange nicht in der Außenwelt, also wollte ich Corporal Central. Oh, nein. Wohl eher nicht. Colonel, no entiendo. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie machen würde. Ihnen darf nichts passieren. Sie sind zu wertvoll. Das ist... Ja, ich passe auf ihn auf, Sie... Wegtreten, Corporal! Matt, ich war doch schon öfter draußen. Ich verstehe. Aber nochmal, es darf Ihnen nichts passieren. Ich weiß nicht, was ich tun sollte, wenn Ihnen da draußen etwas zustößt. Ja, wir sind entbehrlich. Kennt es. Aber es ist schon richtig, ist der einzige Arzt in der Siedlung da. Moons of Madness und Green Hell ist auch geil, ja. Also, Moons of Madness habe ich auf der Gamescom letztes Jahr angespielt. Mein Gott, das ist ja auch schon wieder fast ein Jahr her. Es ist ein Indie-Horror-Game. Und ich habe mich damals mit Tuck Stream, netter Kollege übrigens, könnt ihr gerne mal in seinem Stream vorbeigucken, den habe ich da getroffen und wir haben es bei der Probe gespielt und das ist echt extrem, sieht extrem nice aus. Und Green Hell hat mittlerweile sogar einen Koop-Player. Ich weiß noch nicht, ob ich den spielen will, weil dann ist man wieder auf andere angewiesen und ich vermute mal, ich werde das eher alleine zocken. Ist so ein bisschen wie Stranded Deep und nur im Dschungel halt, ne? Der Dschungel. Tja, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Wie kann ich helfen? Gar nicht. Koop. Es sei denn, du hast einen DNA-Synthesizer. Nein, aber es gibt einen Schrottplatz bei Fort Clement, Dick, wo ich hinfahren könnte. Da gibt's nichts, was ich brauche, du. Gott, ich lern's wirklich nie. Aber ich weiß tatsächlich, wo einer ist. Wirklich? Ja, dein altes Labor, Cloverdale. Okay, ja, super. Wir müssen nur einen Weg finden. Über die Berge. Ja, du hast recht. Völlig unmöglich. Mein Gott, du kennst deinen Weg, nicht wahr? Gut, du kannst mich fahren. Ist das ein Befehl, Lieutenant? Ja. Nein, es ist, ich meine, nein, es ist Na, kein was Befehl. Denn? Tja, keine Ahnung. Fährst du mich hin oder nicht? Warm anziehen, wenig einpacken. Hey, Dick. Oh mein Gott, wenn du noch einmal Danke sagst, dann... Die Junge taut wieder auf, oder? Sag, wenn du fertig bist. Die beiden sind so schlimm, ein bisschen fremdschämen. Green Hell hat einen fiesen Cliffhanger, na super. Wollen die da... Aber ist doch komplett fertig, das Release, oder? Lieutenant? Colonel? Captain? Ja, wir wollen nach einem Gerät suchen, das ich benötige. Verstehe. Wie geht Ihre Arbeit voran? Gut. Gut, mit die... Corporal St. Johns Hilfe habe ich gute Fortschritte gemacht. Danke, dass er meinem Projekt zugeteilt ist. Nun, Lieutenant Weaver macht auch Fortschritte. Er sagt, er wolle seine chemische Waffe Ende der Woche testen. Ich weiß. Meine ist bald fertig. Ihnen ist doch klar, dass Sie wertvoller für uns sind als jedes Gerät. Geräte kann man ersetzen, Sie nicht. Ich war schon in der Außenwelt. Sie wissen, ich komme allein zurecht. Weitermachen. Corporal? Ich möchte gern Weavers Ausrüstung sehen. Ich möchte sehen, was er macht. Ich will nachsehen, wo er ist. Ich werde überrascht sein. Ziel des Spiels war ein Mindblow, okay. Ah ja, das Gute ist, wenn wir jetzt zurückfahren, also ich sage mal das Gute. Hier oben, wo ich nicht hinscrollen kann, in der Mitte da, gibt es eine Waffe, die ich haben will. Und da will ich mir noch eine Sidearm-Waffe holen, und zwar eine Uzi, so ein Uzi-Verschnitt. Und eventuell
kommen wir jetzt zurück und können die kaufen. Spannend. Aber ich wollte gucken, ob ich noch andere Missionen hier offen habe. Aber es sieht aus. Was soll das alles überhaupt? Was? Dieses Ja, Sir und Nein, Sir, das Salutieren, die Ränge, die Uniformen. Ist doch irgendwie sinnlos, oder? Unter diesen Umständen. Hey, du warst doch in der Armee. Du kennst das. Das war was anderes. Warum? Es gab halt mehr Menschen auf der Welt. Was weiß ich? Ich meine, eine Armee zu haben war sinnvoll. Ich finde es jetzt sinnvoller. Warum? Es herrscht ein absolutes Chaos. Wir brauchen Ordnung und Disziplin, sonst schaffen wir es nicht. Weißt du, ich kenne so einige Camps, in denen es ziemlich gut läuft, ohne dass sie einen Colonel im Nacken sitzen haben. Weißt du, was lustig ist? Daran, dass du Uniform und Ränge sinnlos findest? Nein, was? Ich habe dasselbe über den MC gedacht. Ich meine, ihr hattet Ränge wie Road Captain und Resident und Abzeichen und Kutten und Tattoos wie Uniform. Und wenn ihr losgefahren seid, habt ihr wie eine Armee ausgesehen. Naja, bis auf die Werte und Weiß. Jetzt, wo du sagst, weiß ich, was du meinst. Weißt du, es überrascht mich wirklich, dass du deine Kutte nicht anhattest, als du herkamst. Ich hätte nie gedacht, dass du die aufgibst. Auch nicht nach einem Helduntergang. Ah, meine Kutte, hä? Huh? Wer weiß, vielleicht lässt mich der Colonel ja die Uniform wechseln. Tja, man weiß es nicht. War der schon hier, als du hergekommen bist? Ja, aber die Soldaten hatten damals ein paar Bärenprobleme. Bärenprobleme? Ich fürchte, du musst umkehren, Mann. Wir sollen jeden aufhalten, der... Sie wollen uns aufhalten, Corporal? Es tut mir leid, Mann. Hab sie nicht erkannt. Es ist der Colonel, Mann. Wir sollen alle aufhalten, die sich unerlaubt von der Truppe entfernen. Wollen Sie mir Fahnenflucht unterstellen? Nein, Mann. Dann gehen Sie aus dem Weg. Corporal, worauf warten Sie denn noch? Gehen Sie endlich aus dem Weg! Ja, Mann. Tut mir leid, Mann. Bis ich da bin, muss ich dreimal voll auftanken. Ja, tun Sie das. Ja. Was? Hört sich Motorrad an. Hier. Was meinst du? Nicht wirklich. Na, er sagte, er will dich melden. Normal. Ich meine, wie wird Matt das finden? Der Colonel wird ihm sagen, dass er sich gefälligst um seinen eigenen Scheiß kümmern soll. Mein Gott. Was ist los? Nichts. Es ist nur... Ich meine, die Aussicht ist unglaublich. Ich glaube, ich sehe das gar nicht mehr. Also, ich nehme es gar nicht mehr wahr, meine ich. Wie geht das denn? Es ist atemberaubend. Ja, die Welt erwacht, dankbar für den neuen Tag. Hey, wenn du den ganzen Tag durchs Mikroskop starren müsstest, wüsstest du das auch zu schätzen. Hey, das tue ich doch. Wirklich. Zum Tagesanbruch da zu sein, ist wesentlich besser als die Alternative. Ehrlich gesagt, ja. Es gab Zeiten, da dachte ich nicht, dass ich mich je wieder auf einen neuen Tag freue. Ja, das Gefühl kenne ich. Wie war es bei dir? Meine, damals? Ich weiß nicht. Ich bin wohl einfach zu stur, um aufzugeben. Das glaube ich nicht. Ich hatte aufgegeben. Sarah, das stimmt. Und dann, ich weiß nicht, dann war das mit Busas Arm und ich musste, ich konnte ihn ja nicht sterben lassen. Zu sehen, wie er ums Überleben kämpfte, ohne Grund, ohne einen beschissenen Grund. Ich glaube, ich wollte ihm nicht den Stich lassen. Also, ich wollte so nicht abtreten. Und dann fand ich raus, dass du immer noch am Leben warst. Und das war wirklich der Zeitpunkt, an dem ich mich umbringen wollte. Ja, klar. Nein, wirklich, aber... Dann fiel mir ein, dass du noch meinen Mongrels-Ring hast und das ließ mich weitermachen. Ich wollte ihn mir zurückholen, aber du weißt ja, wie es ausgeht. Scheiße. Ganz genau. Es wird wieder besser, das weißt du, oder? Ja. Ja, wir können es schaffen, Dick. Wirklich. Willst du jetzt mich überzeugen oder dich? War übrigens nicht selber, ja, das ist geskriptet, die Szene. Das würde sonst ganz anders aussehen. Wir müssten gleich da sein, oder? Ja, wir sind schon fast am Thielsen-Tunnel. Ich verstehe immer noch nicht die Distanz zwischen den beiden, ne? Auch wenn die jetzt, was, über 2 Jahre auseinander waren?
Hilfe. Allein kriege ich den nicht weg. Mein Gott, was zum Teufel ist das? Das ist ein Siegel. Es ist ein Warnsignal, der Ripper. Was für Ripper? Ripper. Rest in Peace. Das war ein Kult. Sie ritzten sich, verehrten die Freaks, sie wollten sein wie sie. Und, man wusste, was passiert, wenn man nicht so sein wollte wie sie. Und was machen wir, wenn wir ihnen begegnen? Wir werden ihnen nicht begegnen. Hilfst du mir jetzt oder nicht? Ja, klar. Ich habe das Gefühl, da kommt gleich noch was, deswegen schalte ich mal die Facecam nicht ein. Wir dürfen jetzt selber fahren. Oh, wir fahren selber. Okay, festhalten. Super durch. Das könnte ganz schön eng werden. Meine Güte. Kein Wunder, dass niemand mehr Auto fährt. Das ist noch gar nichts. Der Tunnel bei der alten Belknap Road, den Boozer und ich immer genommen haben. Der Verkehr staute sich vor einem Nero-Kontrollpunkt über eine Meile, als alles überrannt wurde. Klingt furchtbar. Ich würde ja gerne direkt dahin fahren, ne? Aber ich kann, glaube ich, nicht. Ich kann die Karte auch nicht frei bewegen. Ich habe Schlimmeres gesehen, aber ja. Gerade Stimmen vernommen? Hey, das kenne ich doch. Ja, ja, es ist ach, gleich das hier. Ist ja alter Stützpunkt. Ah, nicht der da drüben auf der anderen Seite, sondern das hier ist der alte Stützpunkt, wo wir sie immer in den Flashbacks abgeholt haben. Entfremdung, das passiert leider. Ja, das passiert, die Zeit, die dazwischen liegt, die Ereignisse. Ach so, okay. Ja, gut, vielleicht kriegen wir das wieder eingerenkt. Wäre ja wünschenswert, ne? Wäre ja wünschenswert. Wow. Warte mal, warum laufen da Sprenger? Der Laden hat Saft. Der ist bewohnt. Okay, gut. Der Strom ist noch an. Ja, überrascht mich nicht. Auf dem Dach steht eine Solaranlage. Ich habe auch mal was von einem atombetriebenen Generator gehört, aber ich weiß nicht. Okay, und wie zur Hölle kommen wir da rein? Hier, ich zeig's dir. Wie gesagt, der Strom ist noch an, stimmt's? Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Guten Tag, Sarah Irene Whittaker. Willkommen in der Cloverdale-Forschungsanlage Iron Butte. Ihr letzter Login liegt 751 Tage zurück. An so viel Hightech kann ich mich gar nicht erinnern. So toll ist das auch wieder nicht. Ari ist nicht intelligent. Sie ist eine bessere Smartphone-App. Ari? Artificial Intelligence Response Interface. Wenn man bedenkt, dass mindestens einer von beiden mit einem Wiedersehen abgeschlossen hat. Ich glaube sogar beide. Was ist denn? Guck mal. Was zum Teufel? Schau doch mal, so viel zu essen. Sarah, das müsste... vertrocknet sein. Es ist die Bewässerungsanlage. Alles läuft automatisch. Solange der Strom läuft, erhält sich alles selbstständig. Oh, okay, shit. Hier gibt's einfach alles. Es gibt Essen, es gibt Wasser, es gibt Strom, es gibt einen hohen Zaun. Es wundert mich, dass hier noch keiner wohnt. Wie du schon sagtest, der Strom ist noch an. Das sind 8000 Volt, die jedem raten, wegzubleiben. Siehst du? Na los! 10.000 Volt, um den T-Rex von Sauerkirschen wegzuhalten. 8000, wie wir gerade gelernt haben, aber ja, die Idee gefällt mir.